Ja, das war die Pressekonferenz von Sven Lehmann. Er ist der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Und wir möchten die Inhalte ein bisschen besprechen mit Helmut Metzner. Er ist Vorsitzender der Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die sich für die Rechte von LSBTIQ-Menschen einsetzt. Herr Metzner, die Bundesregierung hat ja heute einen Aktionsplan beschlossen für queere Menschen. Wie zufrieden sind Sie damit? Ja, zunächst einmal ist zu begrüßen, dass sich die Bundesregierung ein solches Programm auferlegt. Da gab es ja in der Vergangenheit immer mal wieder gescheiterte Versuche. Da war dann weder Plan noch Aktion, geschweige denn etwas, was das Bundesgebiet erfasst hätte, vorgesehen. Also insofern ein wichtiger Schritt. Es ist von Empfehlungen zu Handlungsfeldern die Rede. Muss man sich die Frage stellen, wem wird da was empfohlen? Die Regierung hat sich selber ein Hausaufgabenheft geschrieben. Und die Umsetzung wird dann zeigen, wie ambitioniert die beteiligten Ressorts sind. Erste Prüfung könnte der Blick in den Bundeshaushalt sein, der für das nächste Jahr beschlossen wird, auch um zu sehen, wie schnell die Maßnahmen zur Umsetzung kommen werden. Was ist denn der Punkt, der Ihnen am meisten auf den Nägeln brennt? Nun gut, also man muss schon sagen, dass die Breite des Plans deutlich macht, dass nach dem Irrtum zu glauben, dass mit der Ehe für alle Probleme aufgearbeitet oder gelöst wären, die Sache erledigt ist, so gewissermaßen die Antwort auf die Frage wäre, was wollt ihr denn noch? Tatsächlich noch eine ganze Menge zu tun ist. Das beginnt bei den rechtlichen Absicherungsmaßnahmen, die hier auch angesprochen worden sind. Aber dann geht es auch darum, wenn es geschafft ist, das im Grundgesetz zu verankern, dass Menschen nicht wegen ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden dürfen, dann auch dafür zu sorgen, dass diese Rechtslage auch die Atmosphäre, die Verfassungswirklichkeit bestimmt und damit echte Vielfalt gesichert ist in Deutschland. Ich sag mal, diesen Aktionsplan entgegen stehen ja wahrscheinlich eher die konservativen Parteien. Wie sehr merken Sie da, dass das Thema sozusagen auch dort aufbricht, dass auch in den konservativeren Parteien die Neigung dazu ist, queere Menschen mehr zu unterstützen? Nun gut, bei mancher Kritik an Maßnahmen etwa des Selbstbestimmungsgesetzes muss man neben der Frage, ob sich die Kritiker ernsthaft mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben, auch die Frage stellen, ob die Schärfe im Ton vielleicht auch Ausdruck stattfindender Rückzugsgefechte auf verlorenen Posten sind. Das heißt, die Mehrheit der deutschen Gesellschaft hat bereits erkannt, dass Vielfalt Bereicherung bedeutet. Und dem können sich Konservative, die vielleicht nach einer neuen Identität, nach einem Markenkern suchen, auch nicht entziehen. Ihnen sei empfohlen, sich positiv zu profilieren und nicht auf dem Rücken von vermeintlichen Minderheiten, die zum Glück mehr und mehr im Gesetz, aber auch in der Breite der Gesellschaft Rückhalt und Unterstützung haben. Es gibt ja so eine Rainbow-Skala, so wird sie genannt, wo der Schutz von queeren Menschen bewertet wird. Da gibt es Länder, die deutlich besser abschneiden als Deutschland. Ich habe gelesen, das ist Belgien und Dänemark. Können Sie uns erklären, was da besser läuft oder andersrum, was bei uns noch besser laufen müsste? Naja, also der vorgestellte Aktionsplan macht ja die Defizite deutlich, in denen zu arbeiten ist. Auch im Bereich der Gesundheitsfürsorge beispielsweise für Trans- und Interpersonen, auch in der Frage der Erforschung zum Alltagserleben und der Diskriminierungsgeschichte in Deutschland, da bietet der Vorschlag auch einige wichtige Ansätze. Und dann wird es darum gehen, das gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, den Communities und den Ländern in die Tat umzusetzen. Tatsächlich haben wir in 15 Ländern Aktionspläne zur Vielfalt. Nur Bayern steht da noch außen vor. Vielleicht kommen die auch mal dazu und dann haben wir gemeinsam Anstrengungen, um in dem Ranking nach oben zu kommen. Aber es geht ja hier nicht darum, der Erste in der Liga zu sein, sondern es geht darum, die konkreten Verhältnisse vor Ort zu verbessern. Und dann freuen wir uns auch, wenn wir dadurch an die Spitze der Liste gelangen. Aber zuallererst steht im Vordergrund das, was den Menschen vor Ort hier in Deutschland tatsächlich dienen kann. Und auch denjenigen, die weltweit unterwegs sind. Deswegen ist ja der Bereich Internationales im Aktionsplan auch so von großer Bedeutung. Ich sage jetzt nochmal mit Blick auf die Konservativen, wenn Sie möchten, dass die offene Gesellschaft, so wie sie
das Grundgesetz mit dem Artikel 1, den Herr Lehmann auch zitiert hat, zum Ausdruck bringt, nämlich die Würde des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt, dann ist es schon hilfreich, in diese Verfassung auch noch diese letzte Sicherung einzudrehen, die dann deutlich macht, dass das, was Herr Lehmann Ignoranz gegenüber LSBTI genannt hat, ich nenne das Regenbogenblindheit, ein Ende hat und gesehen wird und damit ganz deutlich ist, dass all diejenigen, die westliche Werte ablehnen und die offene Gesellschaft negieren, hier auf erbitterten Widerstand der wehrhaften Demokratie stoßen. Herr Metzner, eine letzte Frage muss sich natürlich um Katar drehen, die WM, die am Sonntag beginnt. Diese Äußerungen, die da im ZDF gefallen sind, hat Sie das noch mal entsetzt oder haben Sie gesagt, das kann mich gar nicht mehr überraschen? Wie ist die Diskussion von Ihrer Sicht aus zu sehen? Sie meinen jetzt mit der Mutmaßung über den Geisteszustand? Ja, ich traue es mich gar nicht mehr zu sagen, deswegen. Ja, also wir wollen es auch nicht wiederholen. Das ist etwas, was seit 1990 auch von der Weltgesundheitsorganisation eindeutig geklärt ist. Da ist nichts Krankes an LSBTIQ, infolgedessen muss auch nichts therapiert werden. Manchmal ist die Frage, ob die Menschen da eigene Vorurteile haben, und ihr Problem, das sie mit Vielfalt haben, plötzlich zum Problem der Gesellschaft erklären. Aber zurück zu Katar. Es gehört zu den beliebten Lebenslügen von Sportfunktionären, so zu tun, als ob sportliche Großereignisse keine politischen Veranstaltungen seien. Sport findet in der Öffentlichkeit, im Weltgeschehen statt. Er ist nicht parteipolitisch, aber sehr wohl politisch. Im Sport geht es um Werte, Fairness, Fairplay, Spielen nach Regeln, Respekt. Also ist das eine hochpolitische Veranstaltung und infolgedessen sind die Signale, die dort gesetzt werden, sehr wichtig. In Katar hätte man eine solche Veranstaltung nicht durchführen dürfen, weil nicht nur die Frage entscheidend ist, ob wir, wenn wir da hinreisen würden, sicher sind, sondern vor allem die Frage entscheidend ist, was denn nach dem Abzug des Fußballtrosses in Katar ist. Und dann haben wir von anderen sportlichen Großereignissen der Vergangenheit leider keine positiven Perspektiven. Also nach den Olympischen Spielen in Sotschi kam Krim und der Ukraine-Krieg und nach den Olympischen Spielen in Peking kam ein Ausbau des autoritären Regimes Xi und das gierige Ausgreifen nach Taiwan. Katar ist nicht so gefährlich wie die beiden, würde ich sagen, aber auch da möchte ich nicht erleben, dass trotz des großen Sportfestes, das für Fairness eingetreten ist, am Ende eine Verschlechterung, insbesondere auch für die Menschen vor Ort eingehen. Die Touristen haben immer den Vorteil, dass sie aufgrund der mitgebrachten Geldmittel bestens behandelt werden. Aber darum geht es nicht. Wir müssen auch die Leute sehen, die dort bereits zu Schaden gekommen sind. Der Sport ist dort über Leichen gegangen. Und das ist etwas, was nicht wieder vorkommen kann. Die WM hätte dorthin nicht vergeben werden dürfen. Vielleicht lernen wir daraus. Und dann schauen wir mal, was die FIFA in ihrer großen Beschlussweisheit für künftige Ereignisse dieser Art sich so vornimmt, um vielleicht besser zu werden. Einsicht ist der erste Weg der Besserung. Das wäre auch die Botschaft dieses Aktionsplans. Deutliche Worte von Helmut Metzner von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung zum Aktionsplan der Bundesregierung für queere Menschen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.